In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit einem Basisinstrument des Personalmanagements, dem Analyse-Synthese-Konzept der Organisationsgestaltung. Zunächst lernen Sie, was unter dem Analyse-Synthese-Konzept verstanden wird und mit welcher Problemstellung es sich beschäftigt. Danach begleiten wir die X GmbH und ihre Mitarbeiterin Lisa bei der Anwendung des Konzepts und abschließend verallgemeinern wir die erforderlichen Schritte des Analyse-Synthese-Konzepts in einer Prozessübersicht. Das Analyse-Synthese-Konzept ist ein Ansatz zur Strukturierung von Organisationen, der sich an den Aufgaben, also der Produkt- und Leistungserstellung der Organisation, orientiert. Bei Ein-Personen-Unternehmen ist auch nur eine Person für alle anfallenden Aufgaben zuständig. Sobald aber mehr als eine Person in einem Unternehmen arbeitet, stellt sich die Frage, wie die anfallenden Aufgaben verteilt und so koordiniert werden, dass die Unternehmensziele möglichst optimal erreicht werden. Das Analyse-Synthese-Konzept beantwortet diese Frage mit der Schaffung einer formalen Organisationsstruktur. Dafür werden Arbeitsaufgaben und Arbeitsschritte analysiert und synthetisiert. Betrachten wir als Beispiel die X GmbH. Bevor sie ihre betrieblichen Aufgaben verteilen kann, muss sie erst einmal analysieren, welche Aufgaben überhaupt anfallen. Die X GmbH hat drei Kernaufgaben: den Einkauf von Rohstoffen, deren Verarbeitung in der Produktion und den Vertrieb der Endprodukte. Diese Hauptaufgaben werden im Rahmen der Aufgabenanalyse in Teilaufgaben zerlegt. Im Einkauf ergeben sich für die X GmbH folgende Teilaufgaben: Ermitteln des Rohstoffbedarfs, Kontrolle der Lagerbestände, Freigabe eines Einkaufsbudgets, gegebenenfalls Ausschreiben der benötigten Ware oder Dienstleistung, Auswahl eines Lieferanten und abschließend die Überwachung der Bestellung, die Lieferung der Ware und die Zahlungsabwicklung. Jetzt bietet sich schon ein genaueres Bild der anstehenden Aufgaben. Diese lassen sich allerdings noch weiter zerlegen, wie bei der Teilaufgabe Ausschreibung. Erst wird der Ausschreibungsinhalt festgelegt, nach dem Vier-Augen-Prinzip von zwei Mitarbeitenden kontrolliert und veröffentlicht. Eingehende Angebote werden gesammelt und im EDV-System erfasst, ebenso wie neue Lieferanten. Eventuelle beiderseitige Rückfragen werden geklärt und die Einhaltung von Ausschreibungsfristen kontrolliert. Generell wird die Zerlegung der Unternehmensaufgaben so oft wiederholt, bis Elementaraufgaben identifiziert wurden. Dies sind die kleinstmöglichen Aufgabeneinheiten. Hier ist das Konzept jedoch nicht eindeutig. Es sagt nicht aus, bis zu welcher Gliederungsstufe noch von einer Aufgabenanalyse gesprochen werden kann. Gliedern wir zur Verdeutlichung eine Aufgabe noch weiter auf. Die EDV-Erfassung erfordert zum Beispiel das Öffnen des EDV-Programms, die Auswahl der richtigen Suchmaske, das Aufrufen der Ausschreibung und das Anlegen eines neuen Angebots, in dem alle relevanten Daten wie Firmenname, Kontaktdaten, Eingangsdatum und Ähnliches eingetragen und gespeichert werden. Die Frage ist hier, ob es sich bei dieser neuen Gliederungsebene noch um eine Aufgabenanalyse, also das, was getan wird, oder schon um eine Arbeitsanalyse, also das, wie etwas getan wird, handelt. Letzteres wird erst in der Prozessanalyse untersucht, die wir später noch thematisieren. Kosiol, der Begründer des Konzepts, nimmt hier selbst keine eindeutige Trennung vor. Das Ergebnis der Aufteilung aller Aufgaben in Elementaraufgaben ist der Aufgabengliederungsplan. Für die Zerlegung der Aufgaben hat sich die X GmbH hier für das Verrichtungsprinzip entschieden. Das heißt, sie differenziert nach der Art der Leistung, also was getan wird. Es gibt allerdings noch zwei weitere Prinzipien: das Objektprinzip und das Rangprinzip. Das Objektprinzip differenziert, an welchem Objekt etwas getan wird. Objekt im Einkauf könnte zum Beispiel die Ware oder Dienstleistung sein, die eingekauft werden sollen, oder die Region, für die eingekauft wird. Das Rangprinzip differenziert zwischen Ausführungs- und Entscheidungsaufgaben. Diese beiden Prinzipien ergänzen in der Regel das Verrichtungsprinzip. Beginnen wir bei unserem Beispiel mit der Aufgabensynthese. Dazu werden die Elementaraufgaben zu Stellen zusammengefasst. Eine Stelle ist die kleinste aufbauorganisatorische Einheit mit einer dauerhaften Aufgabenzuordnung auf eine Person. Klassische Faktoren, die bei der Stellenbildung zu berücksichtigen sind, sind die Verfügbarkeit von Aufgabenträgern auf dem Arbeitsmarkt, vorhandene Sachmittel sowie die räumliche und zeitliche Komponente. Auch wenn das Analyse-Synthese-Konzept nach einer abstrakten, das heißt von individuellen Personen unabhängigen Lösung zur Arbeitsorganisation sucht, ist es wichtig, praktische Auswirkungen auf die künftigen Stelleninhaberinnen oder Inhaber nicht aus dem Blick zu verlieren. Lisa ist Mitarbeiterin im Einkauf der X GmbH. Sehen wir uns zunächst an, wie Lisas Aufgabenpaket geschnürt werden könnte. Es gibt zwei generelle Ausrichtungen zur Bündelung der Ergebnisse einer Aufgabenanalyse: generalistisch oder spezialisiert.
Eine sehr generalistische Variante wäre, wenn Lisa alle Elementaraufgaben, die zu den Teilaufgaben im Bereich Einkauf gehören, ausführen sollte. Dies ist nur möglich, wenn Umfang und Anspruch der Aufgaben auch von einer Person mit ihren quantitativen und qualitativen Kapazitäten leistbar ist. Eine sehr spezialisierte Stelle hätte Lisa, wenn sie ausschließlich für das Erfassen eingehender Angebote im EDV-System der X GmbH zuständig wäre. Eine allgemeingültige Grenzziehung zwischen Generalisten und Spezialisten gibt es allerdings nicht. Wäre Lisa zum Beispiel für Ausschreibungen und Lieferantenauswahl zuständig, würde sie in einem Unternehmen mit einem sehr hohen Spezialisierungsgrad als Generalistin gelten. In einem anderen Unternehmen mit einem sehr geringen Spezialisierungsgrad als Spezialistin. Wir kennen nun die möglichen Optionen für Lisas Stellenbildung. Betrachten wir jetzt, welche Auswirkungen die Stellenbildung auf Lisas tägliche Arbeit und Motivation haben können. Diese Betrachtung ist für das reine Verständnis des Analyse-Synthese-Konzepts nicht notwendig. Allerdings kann eine rein technokratische Anwendung des Konzepts leicht zur Vernachlässigung dieser Aspekte führen und damit faktisch dysfunktional für die Organisation werden. Der Spezialisierungsgrad beeinflusst grundlegende Stellencharakteristika, wie die Qualifikationsanforderungen, die Dauer der Einarbeitungszeit, Handlungsspielräume bei der Ausübung der Tätigkeit, Lern- und Trainingseffekte sowie Möglichkeiten zur Arbeitskontrolle. Aus Lisas Sicht ist die starke Spezialisierung wenig attraktiv. Sie fürchtet eine zu einseitige Belastung, Unterforderung und Dequalifikation, also den Verlust beruflicher Fähigkeiten aufgrund ihrer Nichtnutzung. Auch wenn sie vermutlich bald das EDV-System bedienen könnte wie niemand sonst in diesem Bereich, kann dieser Trainingseffekt für sie nicht den engen Handlungsspielraum aufwiegen. Wenn sie mal keine Lust mehr auf das Eintragen von Angeboten hat, gibt es keine anderen Aufgaben, mit denen sie Abwechslung in den Alltag bringen könnte. Dividiert man zudem die Arbeitszeit durch die Anzahl eingehender Angebote, weiß man genau, wie lange Lisa für ein Angebot braucht. Hier kann Lisa leicht in Rechtfertigungsnot kommen, wenn dieser Wert sich verschlechtert. Als Generalistin hätte Lisa eine hohe Aufgabendiversität. Viele verschiedene Aufgaben erfordern aber auch viele verschiedene Fähigkeiten. Dies könnte sie überfordern. Lisa ist sich sicher, dass sie mit einer generalistischen Stelle motivierter bei der Arbeit wäre. Die X GmbH möchte motivierte Mitarbeitende. Allerdings sind die geringen Qualifikationsanforderungen, die kurze Einarbeitungszeit, die hohen Trainingseffekte und die einfachen Kontrollmöglichkeiten der Spezialisierung für sie auch attraktiv. Unabhängig davon, wie die Stelle gestaltet wird, muss sie zuletzt noch mit Kompetenzen und Verantwortung ausgestattet werden, die zu dem Aufgabenprofil passen. Kompetenz wird hier anders als in der Personalentwicklung gebraucht. Hier geht es darum, was Mitarbeitende tun dürfen, wie über Budgets verfügen oder Arbeit zuweisen und nicht, was sie tun können. Nach der Stellenbildung erfolgt weiter im Rahmen der Aufgabensynthese in hierarchischer Ordnung ab der Geschäftsführung die Stellengruppenbildung. Das heißt, wir fassen nun die Stellen zu Abteilungen zusammen. Für den Einkauf werden alle Stellen, die mit der Bedarfsermittlung, Bestandskontrolle und Budgetfreigabe befasst sind, unter der Abteilung Bestandsmanagement zusammengefasst. Alle übrigen fallen unter das Bestellmanagement. Lisa wird zukünftig für den kompletten Ausschreibungsprozess zuständig sein. Ihr Aufgabengebiet soll allerdings mit der Zeit erweitert werden, um ihr die Möglichkeit zur Weiterentwicklung zu bieten und sie so zu motivieren. Hier hat die X GmbH nach dem Verrichtungsprinzip gegliedert. In der Produktion wird zwischen europäischen und Überseestandorten differenziert. Hier wird nach dem Objektprinzip vorgegangen. Im Vertrieb hingegen wird zwischen strategischen Entscheidungen im strategischen Vertrieb unterschieden und der operativen Ausführung im Marketing und operativen Vertrieb. Hier liegt das Rangprinzip zugrunde. Nach der Aufgabenanalyse und Synthese erfolgen die Arbeitsanalyse und Synthese. Im Wesentlichen werden bei der Arbeitsanalyse und Synthese die Arbeitsschritte noch einmal unter Berücksichtigung der benötigten Zeit, personaler und lokaler Aspekte zur Aufgabenbewältigung betrachtet und in die Reihenfolge gebracht, in der sie das Unternehmen durchlaufen. Dabei setzt die Arbeitsanalyse da an, wo die Aufgabenanalyse aufgehört hat. Diese Prozesse werden dann zu Prozessgruppen zusammengefasst, um die sich je eine Organisationseinheit kümmert. An der Aufbauorganisation ändert sich dabei nichts. Es geht nur noch darum, die vorhandenen Stellen unter gegebenen Bedingungen optimal auszunutzen und die kürzestmögliche Durchlaufzeit zu erreichen. Betrachten wir exemplarisch den Prozess eines Kundenauftrags bei der X GmbH. Der Kundenauftrag geht im Vertrieb ein, der ihn an das Bestandsmanagement weiterleitet zum Prüfen der Lagerbestände. Das Annehmen, Eintragen und Weiterleiten des Auftrags im EDV-System dauert für den Vertriebsmitarbeiter eine Stunde. Er arbeitet aber nicht immer sofort alle Aufträge ab, sondern sammelt sie maximal 2 Arbeitstage.
Seine Bearbeitungszeit B ist also eine Stunde, während die maximale Durchlaufzeit D bei einem 8-stündigen Arbeitstag 17 Arbeitsstunden beträgt. Der Einfachheit halber überlassen wir die übrigen Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten Ihrer Fantasie. Der Prozess geht im Bestandsmanagement weiter, das den Lagerbestand prüft, feststellt, dass nicht mehr genug vorrätig ist und den Auftrag an die Produktion schickt, die rückmeldet, dass die Rohstoffe für die Produktion benötigt. Dies leitet das Bestandsmanagement an das Bestellmanagement weiter, das für die Produktion einkauft, die Rohstoffe auf Standorte verteilt und nach Verarbeitung Rückmeldung über die Fertigstellung erhält und den Prozess wieder an den operativen Vertrieb weiterleitet. Für die fertige Prozesskette werden Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten addiert und gegebenenfalls optimiert. Trotz der rudimentären Darstellung dieses Prozesses wird deutlich, dass das Analyse-Synthese-Konzept nicht die schnellstmögliche Prozessdurchlaufzeit ermöglicht. Es gibt viele Schnittstellen im Prozessablauf, die potenziell Informationsverlust und Fehler begünstigen können und viele verschiedene Teilprozessverantwortliche, die den Prozess aufhalten können. Trotzdem ist dieses Konzept in der Praxis gängige Basis für die Unternehmensorganisation. Zusammengefasst besteht das Analyse-Synthese-Konzept im Wesentlichen aus organisatorischer Differenzierung und organisatorischer Integration und sieht wie folgt aus. Die Gesamtaufgabe wird hinsichtlich günstiger Strukturen und Prozesse untersucht. Ergebnis der Aufgabenanalyse sind Teilaufgaben, die im Rahmen der Aufgabensynthese zu Stellen und weiter zu Abteilungen zusammengefasst werden. Ergebnis ist die Aufbauorganisation. Bei der Arbeitsanalyse werden die Aufgaben hinsichtlich zeitlicher, personaler und lokaler Faktoren und der Reihenfolge der einzelnen Arbeitsgänge betrachtet, die zu Prozessen und anschließend Prozessketten zusammengefasst werden. Ergebnis ist die Ablauforganisation. Die Aufbau- und Ablauforganisation bilden die Gesamtorganisation des Unternehmens. Sie haben gelernt, was das Analyse-Synthese-Konzept ist und welche Problemstellungen damit gelöst werden sollen und wie ein beispielhafter und ein typischer Prozessablauf aussehen.